Ich stehe hier mit Marc Benecke am Brandenburger Tor. Was machst du hier? Hi. Warum unterstützt du uns? Ich bin Kriminalbiologe und wir möchten euch darauf hinweisen, dass bald eine Aktion stattfindet. Es ist Suizidpräventionstag demnächst und da findet hier was statt vor dem Brandenburger Tor. Und ich kenne viele Leute, die Depressionen haben. Ich sehe in der Arbeit viele Menschen, die sich suizidieren, dann leider als Leichen. Und ich sehe die Angehörigen, die dann zu uns kommen und sich Vorwürfe machen. Dabei können sie ja eigentlich gar nichts dafür. Und du arbeitest bei einer der Organisationen, die da mitmachen. Genau, ich arbeite bei Freunde fürs Leben. Ich bin da Praktikantin und ich mache mit, weil jedes Jahr 600 Personen unter 25 Jahren, also eigentlich so Leute, die so alt sind wie ich, jedes Jahr durch Suizid sterben. In Deutschland alleine, ne? In Deutschland alleine. Und da muss was gegen getan werden. Das wissen ganz viele Leute nicht. Und deswegen starten wir diese Aktion. Genau. Also am 10. September, ist richtig, ne? Ja. Um 14 Uhr hier auf dem Pariser Platz 2014. 10. September 2014, 14 Uhr, Pariser Platz, vorm Brandenburger Tor. Gibt es eine große Aktion, lasst euch überraschen, kommt einfach hier hin, keine Sorge, ist nichts Schlimmes. Und für diejenigen, die Depressionen haben oder Angehörige sind, da könnt ihr auch mal sehen, andere haben das auch, kann man drüber reden. Passiert nichts, muss man sich nicht schämen, ist halt eine Krankheit, kann man was gegen tun.